Heute kochen wir ein namensloses Gericht. Das Gericht hat meine Mama früher immer sehr oft für uns gekocht. Und eigentlich hat sie nie bezeichnet, wollt ihr das essen, sondern sie hat es einfach gemacht und wir haben es super gerne gegessen. Und ich würde es jetzt einfach mal als Rollgerstensalat bezeichnen, da man ihn auch kalt essen kann, man kann ihn super warm essen. Es ist wirklich sehr einfach gehalten, aber super lecker und deswegen zeige ich euch heute das Rezept. Viel Freude beim Videoschauen. Ganz wichtig, wir fangen als erstes an, die Rollgerste oder auf Gräubchen zu kochen. Ich verwende ungefähr 200 Gramm davon. Ihr müsst mal schauen, was auf eurer Packungsanleitung steht. Bei mir steht drauf, dass sie 15 bis 20 Minuten gut kochen sollten in Salzwasser. Dann brauchen wir noch andere Zutaten, Karotten, ungefähr 5 Stück. Wenn ihr frische verwendet, könnt ihr sie einfach nur ordentlich schrubben und die Schale dran lassen. Ansonsten bitte schälen. 2 Jungzwiebeln und einen großen Porree. Porree und Jungzwiebeln müssen ordentlich gewaschen werden, denn die sind oft gerne mit Sand voll. Also schön abwaschen und die Karotten, wie gesagt, waschen oder auch schälen. Wenn das gemacht ist, einmal alles klein schneiden. Ich werde jetzt schon mal die Rollgerste kochen und das Gemüse vorbereiten. Dann sehen wir uns zusammen am Herd wieder. Wenn eure Rollgerste fertig ist, sollte sie so aussehen. Und ihr könnt sie abgießen, in ein Sieb gießen und an die Seite stellen. Wir stellen eine Pfanne oder eine Kasserole auf die Herdplatte, stellen die Herdplatte an und geben etwas Öl hinein. 1 bis 2 Esslöffel, es können aber auch 3 sein. Ich verwende ein ganz neutrales Sonnenblumenöl. Als erstes dünsten wir unsere Karotten an, denn die sind am härtesten und brauchen am längsten. Je nach Scheibendicke benötigen die Karotten 5 bis 8 Minuten. Erstmal kurz im heißen Öl liegen lassen und dann ein bisschen umrühren. Wichtig ist, eure Karotten sollten nicht anbrennen. Sie dürfen schon Farbe annehmen, damit sie einen schönen Geschmack und Röstaromen entwickeln, aber anbrennen sollten sie nicht. Deshalb immer mal wieder umrühren. Und wie gesagt, das dauert schon einige Minuten. Macht aber nichts, denn ihr müsst ja nicht viel machen, außer umrühren und daneben bleiben. Durch den Zucker, den die Karotten enthalten, karamellisiert es so leicht und sie kriegen so einen wunderbaren Geschmack. Das werdet ihr später dann auch schmecken, wenn ihr das Gericht nachkocht. Es ist einfach richtig gut und lecker. Wenn ihr gerne Karotten habt, deswegen den Tipp, bratet sie ab und zu mal an und esst sie so. Die sind so lecker. Dann nur eine Prise Salz drauf und man kann sie super zu Brot essen. Oder jetzt, wie ich es euch gerade zeige, in diesem Gericht verwenden. Gefallen euch die Karotten, könnt ihr jetzt die Jungzwiebeln und den Porree hinzugeben. Die habe ich einfach nur in Streifen runtergeschnitten. Natürlich bis aufs Dunkelgrüne geschnitten, deswegen kommt das auch hinzu. Und das wird auch nun mit angeschwitzt, mit den Karotten zusammen. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt nicht mehr so viel Öl in der Pfanne, könnt ihr natürlich auch immer noch einen Schluck Öl hinzugeben. Auch können wir schon mal ein bisschen würzen, und zwar mit Salz, 1 bis 2 Prisen, je nachdem, wie gerne ihr es salzig mögt. Das ist natürlich auch immer abhängig, was für Salz ihr verwendet. Ich verwende ein Meersalz. Ihr könnt aber auch ein normales Speisesalz verwenden, was nicht ganz so aromatisch und salzig ist wie das Meersalz. Dann folgen 2 Prisen Pfeffer. Ich habe schwarzen Pfeffer frisch gemahlen. Und ein paar Chiliflocken. Wenn ihr gern Knoblauch habt, könnt ihr den natürlich auch hinzugeben. Ich mache es nicht, da ich es bei diesem Gericht nicht gewohnt bin. Ansonsten verwende ich sehr gerne Knoblauch, aber dieses Gericht halte ich recht knoblauchfrei. Auch benötigen wir etwas Gemüsepaste oder Gemüsebrühe, davon ca. 1 Teelöffel. Und damit die sich gut auflöst, ein kleines Glas mit Wasser. Ich verwende hier einfach so ein Teeglas. Kurz umrühren, damit sich die Paste oder die Gemüsebrühe ordentlich verteilt. Und dann kommt auch schon die Rollgerste hinzu. Die Rollgerste mengen wir gut unter und können dann auch schon den Herd ausschalten. Das Ganze lassen wir ungefähr für 10 Minuten noch stehen. Sollte die Herdplatte noch sehr heiß sein, ab und zu ein bisschen umrühren, damit nichts anbrennt. Und dann können wir auch schon servieren. Angerichtet sieht das Gericht bei mir nun so aus. Ihr könnt dazu auch super Karottengrün oder Petersilie draufstreuen. Schmeckt richtig gut. Nun wünsche ich euch viel Freude beim Nachmachen, einen guten Hunger und bis zum nächsten Video. Tschüss!